So, dann wollen wir uns gleich mal ranmachen und hier noch eine Tabakoplantage hinpacken. Zum Bleistift hier. Moment. Feld A. Feld B. Feld? Ah, jetzt. Warum wollten wir eben kein Feld bauen? Och nö, hier ist keine... Alter, hörst du auf, mein Feld zu fressen? Alter! Sowas macht man doch nicht, das ist un... Hier, komm, kannst Staub fressen. Das macht man doch nicht. Geht doch nicht an fremde Felder und fängt an, die zu fressen. Vor allem, das schmeckt doch auch gar nicht. Also ich weiß ja nicht von euch, ob da irgendwie jemand mal so ein bisschen auf dem Tabak rumkaut. Ich meine, wenn es schmeckt, dann schmeckt es ja, ne? Will ich ja nichts gegen sagen. Aber irgendwie so... Mein Ding wäre das jetzt auch nicht, darauf rumzukauen. So, hier kann man irgendwie so unsymmetrisch irgendwie diese... Ist ja komplett Requiem-Musik im Hintergrund von Mozart. Nee, Lacrimosa war das. Lacrimosa heißt das, genau. So, hier noch ein rüber und da noch ein rüber. Ach, okay. Ist die Frau... Ach so, ich habe mich gerade voll erschrocken, wo die da den Tabak einsammelt. Ich dachte mir so, was ist das für eine lila-blaue Kreatur im Feld? Aber die hat ja nur so ein langes Kleid an. Hey, Mensch, erschreckt mich doch nie so, Mädel. Kann es sein, dass der keinen Weg hat? Braucht der eigentlich überhaupt einen Weg? Ist mal wieder eine Frage an die liebe Community, an euch. Brauchen Tabakfarmen eigentlich ein Feld, ein Weg, nicht ein Feld? Guck mal, da fehlt zum Beispiel ein Feld. Ich glaube nicht, weil der ist ja da eben durchs Feld gelatscht und ich glaube, das können wir uns so sparen. Ich werde das einfach mal testweise wegreißen hier. So, ups, nein, nicht die Farm, die brauchen wir noch. So, dann hier noch. So, kriegst du den da hinten noch? Ja, den kriegst du noch, sehr schön. Würde ja mal interessieren, ob der jetzt auch dahin rennt. Haben wir eigentlich Rohstoffe im Lager? Nein. Okay. Der trägt ganz gemütlich seinen Sack da wieder raus. Dann bauen wir, Moment, wo war das? Hier. Ach ja, bauen wir das Ding hier oben hin, das kommt ganz cool. Hier oben. Kann man jetzt hier so einen Weg hochbauen? Moment. Nee, nicht ganz. Da waren aber zwei Ausgänge. Dann bauen wir den einfach hier hin. Oh. Och Mensch, nun mach doch sowas nicht hier. Es sollte nicht am Weg scheitern, meine Freunde. So, und schon ist die Sache geritzt. Können wir jetzt hier vielleicht noch so einen Weg drum rumbauen? Das kommt einfach so ein bisschen atmosphärischer. Das zähle ich jetzt nicht als... Ach, egal. Wir könnten ja auch langsam mal auf Steinwege eigentlich umwechseln. Hier vielleicht ist unbedingt... Ups, ich wollte mich ja... ich habe mich gerade gewundert, wo das Schiff hin ist. So, hier haben wir eine Bilanz von minus 187. Das Schöne ist aber, dass unsere Leute natürlich jetzt richtig schön Kohle auch ausgeben dafür. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Gewürze. Gewürze. Moment, hier haben wir wieder welche. Wo ist... Die Piraten warten schon irgendwie, habe ich das Gefühl. Lass mich bloß in Ruhe. Alter, nein, halt, stopp. Du sollst doch was mitnehmen. Das, hä? Der hat doch... Sag mal. Der hat doch eben noch Dings im Angebot. Moment, die Piraten rücken mir gerade auf die Pelle. Nee. Ich habe das Gefühl, die haben ein Problem mit mir, aber ich will es noch nicht unterschreiben. So, Moment, hier haben wir nichts. Haben wir hier was? Gewürze? Nö. Du? Nö. Bietet der Rote vielleicht mal wieder was an? Oh. Ja, also, wenn das so ist, dann, ne? Muss man hier gleich mal, Moment, das hier war, einsammeln, genau. Bei Nürnberg. Quatsch. Wie nehme ich noch? Ach so. Neuer Eintrag. Nürnberg. Du geben mir Gewürze. Gebrüch her. Reich ruhig rüber. Den Salat wollte ich gerade sagen. Und danach, dann bringen wir das wieder zurück. Kann man hier eigentlich sortieren? Nö, kann man nicht. Das wäre erstmal... Egal, fahr einfach los und mach, wie du denkst.
mit dem Money Money sieht's ja mittlerweile wesentlich besser aus. Ich glaube, wir sollten langsam mal eine Kirche bauen, auch wenn ich irgendwie keine Lust drauf habe, diesen riesen Klumpen irgendwo hinzusetzen. Muss ich mir mal kurz nachdenken. Ich glaube, hier oben die Dinger werde ich mal eben durch Hopfenfarm ersetzen. Wie sieht's denn eigentlich überhaupt generell mit dem Alk aus? Was sind das hier eigentlich? Ach, das ist eine Brauerei. Ach, weißt du was? Dann können wir eigentlich hier auch mal die Wege weghauen. Scheint ja zu funktionieren. Zumindest haben die ja da hinten noch abgeholt. Dann können wir eigentlich auch diesen Weg gleich noch wegbauen. Wegbauen vor allem. So. So. La, 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 la. Gucke ich mal ganz kurz was. Okay, die hat einen größeren Einzugsbereich. Folgendermaßen, dann stoppen wir die Teile erstmal. So, und dann können die noch an ganz in Ruhe da abholen. So, den... Macht er die eine Tonne noch? Na komm. Mach die Tonne. Mach die Tonne. Mach die Tonne. Mach die Tonne. Mir juckt's gerade im Ohr, das ist sehr... Hilfe! Ah! Boah, furchtbar. Ah, auf einmal juckt... Nee, nicht jucken, sondern kitzeln. Kitzeln im Ohr. Es kommt immer, wenn ich... Geld? Oh! Der hat gerade eingekauft, deswegen. Aber schau mal an, wie das die Kohle gleich wieder hochjubelt. Das gefällt mir jetzt mal durchaus sehr. Ach, weißt du was, komm, ich halte den jetzt einfach an. Hier haben sie überall abgeholt. Sehr schön, dann Butz, 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 Butz. So. Und dann haue ich das hier auch gleich mal so weg. Moment, wir haben ja hier einen Marktplatz. Moment, Infrastruktur muss ich mal kurz überdenken. Zuvor gucke ich hier nochmal nach. Okay. Falsche Insel mal wieder. So, dieser Marktplatz ist... Okay. Ich werde mal hier hinten... Kommt man eigentlich durch irgendwie? Nee. Moment. Wenn wir jetzt hier die Hopfendinger hinpacken, dann brauchen wir definitiv mehr Platz. Das heißt, wir müssen den Weg auf jeden Fall hier lang ziehen. Und wo hat der? Hat der einen Hinterausgang? Nein, der hat keinen Hinterausgang. Moment. Ich werde den umpflanzen hier, den Kollegen. Nein, nimm doch nicht das Hopfenzeug mit. Na komm, mach... Ja, komm, hol da nochmal ab, hol hier nochmal ab. Jetzt mach den Alk draus und dann ist gut. Eine gute Runde Bier. Na komm. Machst du noch eine Tonne und dann, ne? Nein! Hm, na gut, war ja nur eine Tonne. So, weg mit dir. Dann werde ich jetzt diesen Weg hier schon mal weghauen. Und dann, ich glaube, ich werde hier generell den Weg ein bisschen umbauen. Moment, warte mal, den lassen wir nochmal zurücklaufen. Ja, genau, renn mal. Zack, so. Und dann packe ich den Weg mal direkt hier eine ganze Ecke weiter nach hinten. So. Ach, das ist ja die Schule. Sowas Schlimmes aber auch. So, Moment. Den... Da kann man, wir haben ja hier einen Marktplatz, dann kann der Weg ja hier eigentlich weg, das ist total sinnlos. So, so, so und so. Wunderbar. Ich muss aufpassen, dass mir nicht wieder irgendwann die Aufnahme absäuft. Das hatte ich ja bei dem Let's Test gehabt, furchtbar sowas. Denn auf einmal, du merkst das gar nicht und die Aufnahme läuft schon gar nicht mehr. Und, ups, nein, erstmal die Hopfenfarm. So rum. So, hier die erste hin. So, die braucht 3 Felder Abstand. 6 Felder, meine ich. Fange ich wieder an, mich hier zu verrechnen. Okay, so, dann die Hopfenfelder. Ich ziehe die einfach mal so rüber hier. Moment. Das Volk fühlt sich wohl. Die werden sich gleich noch viel, viel besser fühlen, wenn es frisches Bier gibt. Geht mir persönlich auch so. Ich fühle mich dann auch immer wesentlich besser. So, die sind ja hier schön am Sammeln. 7 Tonnen, 7 Tonnen. Ich würde den Marktplatz ganz gern ein bisschen umräumen eigentlich.
So, hier in die Ecke vielleicht. Und den dann da weghauen. Moment, da speichere ich aber mal sicherheitshalber vorher ab. 14. Spielstand so, gespeichert. Nicht, dass hier irgendwas... Ups, kaputt geht gleich. Alles heil. Sieht gut aus. Okay. Können wir so lassen. So eine Weganbindung brauchen die nicht. Die meckern jetzt nur rum, weil nicht abgeholt wird. Aber... Komischerweise bricht die Musik manchmal ab. Brauerei. So, die werde ich jetzt genau hier hinlegen. Da haben wir nämlich die vier Hopfenfarmen gut versorgt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der das alles verarbeiten kann. Das werden wir dann sehen. Ich nehme mal nochmal einen Schluck Gummibärchenbrause. Mensch, Leute, das wird eine lange Nacht heute. So, ich glaube, der hat aber richtig gut zu tun jetzt, ne? Ich überlege gerade, warte mal, der... Ach, der braucht ja gar nicht so viel Platz. Den könnte man ja hier auch noch inzwischen quetschen. Auch wenn der dann nicht so effektiv arbeiten kann, obwohl... Ja, es geht. Packen wir ihn einfach hier hin und dann passt das schon. Versuchen wir so viel rauszuholen, wie es geht. Und klauen dem hier halt noch ein bisschen was. Haben wir gerade eine Dürre übrigens? Nee, haben wir nicht, okay. Und dann rasiere ich hier nochmal eben, so. Den hat er auch noch im Einzugsbereich und ich glaube, der ist jetzt überfordert. Guck mal, hier hinten holt er gar nicht mehr ab. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Lass mich in Ruhe. Komm, wenn 78 Goldstücke wegen sowas eröffnest du es. Hörst du auf? Das ist mein Strand. Sowas macht man nicht. Schämst du dich denn gar nicht? Verkaufen wir eigentlich Werkzeug? Nur mal so am Rande bemerkt. Nein, tun wir nicht. Warum tun wir das nicht? Weil wir Alkohol verkaufen, wovon wir nicht so viel haben. Werkzeug verkaufen. So, machen wir mal für, sagen wir mal, für 45. Das Salz geht ja langsam auch runter, ist mir aufgefallen. Ich bin ja voll überrascht gerade dadurch, davon. Also Salz, ne? Ich glaube, die Saline ist ein bisschen überfordert. Weil hier gibt es ja genügend in der Salzmine. Ach komm, so eine Saline, wie viel? 30, ja komm. Eine Saline bauen wir nochmal eben. Waren die hier, ne? Ja, hier. Und ich muss nur einen Ort finden, wo wir die hinpacken können. Ah, hier. Sehr schön. So. Und dann würde ich sagen, guck mal, weil hier wird immer noch nicht abgeholt und der arbeitet jetzt schon zu 94% und hat ein fast volles Lager. Ich baue nochmal einen Hopf, eine Brauerei hier hin, aber es fehlt gerade an Geld. Oh, dann haben wir gerade eingekauft. Na komm. Kauft, Leute, kauft mal ein bisschen was. Na komm. Hab dich doch nicht so, hm? Ein bisschen lecker, ein Gewürz oder so, oder ein bisschen was zu rauchen, hm? Na komm. Oder ist ein Trinken? Komm, ein Trinken? Na, geht doch. Mensch. Dann lädst du ihn auf ein Bier ein und schon ist die Sache erledigt. Und das Geld geht natürlich sofort auch parallel dazu runter. Batz, da haben wir auch schon 1000 mehr. Wahrscheinlich sind gerade die Tabakwaren angekommen. Sieht so aus. Ja, Tabak, Moment, da, ich guck da mal eben nach und mach mal einen Kontrollgang. Hm. Gebt mir mal einen guten Hinweis. Ist einfach nur zu wenig Tabak, sind einfach nur zu wenig, ich glaube ja. Komm, wir haben 7 Tonnen. Moment mal. Das hier ist Cyborg oder irgendwie sowas. Cyborg. Bist du das? Ja. Nein, das ist der andere. Der hier ist es. So, da einladen. Da ausladen. Passt ja alles. Moment, ich verfolge ihn mal kurz. Er fährt hin. 5 Tonnen. Okay, das ist tatsächlich nicht sehr viel. Es brennt mal wieder. Also Tabakwaren... brauchen wir definitiv mehr. Wobei, wir haben auch noch an... Ach du Scheiße. Och nö, Stoffe sind alle verdammt. Ui. Ui. Jetzt wird's eng, meine Freunde. Jetzt wird's eng.